Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu einem neuen Video von mir. Eines, das es in dieser Form, glaube ich, auch so noch nicht gab. Ich weiß nicht, wie ich meine ersten beiden CGC-Slabs damals vorgestellt habe. Vielleicht in irgendeiner Shopping-Tour oder so verwurstet? Ich habe keine Ahnung. Im Oktober letzten Jahres sind zwei meiner teuersten US-Hefte auf den Weg in die Staaten gegangen, um sie offiziell bei CGC graden zu lassen. Vorher wurden sie noch professionell gepresst und dann habe ich gehofft, dass natürlich Top-Noten dabei rauskommen. Das erste war Red Hood The Lost Days Nummer 1 im 1:25 Variant. Was es genau damit auf sich hatte, das seht ihr in einem kleinen Ausschnitt meiner damaligen Shopping-Tour. Womit man mich dann richtig bekommen hat und ich habe dafür erst selber Werbung gemacht auf Instagram und es ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Ich wusste, das Update kommt dann irgendwie ein, zwei Tage später. Ich lag, glaube ich, mindestens 2 Stunden abends auf der Lauer, um als erster dieses Heft in meinen Warenkorb zu packen und zu schießen. Mir war eigentlich bewusst, bestimmt will das niemand anders haben, weil es ist schon eine sehr kostspielige Ausgabe. Und zwar das 1:25 Martina Variant von Red Hood Lost Days Nummer 1. Ah, das ist natürlich ein Cover. Das war teuer, ja, es war für 195 Euro inseriert, was sogar ein ganz guter Preis ist. Da ist nichts dran an dem Heft, das ist in wunderbarem Zustand, was mich super glücklich macht. Also auch sehr heile Ankommen, aber war wie immer gut verpackt. Dieses Cover hier, damit verbinde ich auch selber gute Zeiten. Vielleicht hat es mich auch deswegen so beeinflusst, das war, als ich angefangen mit dem Studium, also raus aus der Heimat in die große weite Welt und dann habe ich auch angefangen, die Eagle Moss Figuren zu sammeln. Immer als ich nach Hause kam, habe ich ein oder zwei dieser Figuren auch von meinem Dad bekommen. Und dann waren wir das Jahr dann kurz vor Weihnachten nochmal bei Comic Culture in Braunschweig und der hatte ja mehr oder weniger einen Restbestand. Wenn man durch die Schaufenster guckt, hat man dann direkt an so einer Wand gesehen, dass da noch 4, 5 Figuren hingen. Wonder Woman, Zatanna und dieser Red Hood auch. Voll die geilen Figuren eigentlich für den Restbestand, aber gut. Die haben wir dann natürlich mitgenommen und das Begleitheft zu dieser Eagle Moss Figur, das war dann auch dieses Cover. Und dann, als ich das gesehen habe, ich dachte, wow, mir war auch gar nicht bewusst, dass das so viel geht. Ich kannte das gar nicht und sie haben ja bei Instagram, glaube ich, auch gepostet, hier, das haben wir gefunden, wie soll man das ansetzen? Ich meine, das, boah, fett. Also ich habe dann selber geguckt bei Cover Price, das ist aber mal ein richtiger Schatz, den ihr da gefunden habt. Meinte auch, also 200 sollte man da mindestens nehmen, denke ich. 195 haben sie es eingestellt, minus mein 30% Rabatt. Wie viel habe ich dann gezahlt? Keine Ahnung, 120, 130, irgendwie so in dem Dreh. Und also ich habe hier noch mehr Hefte, aber das ist tatsächlich 2/3 des preislichen Volumens, was ich gezahlt habe. Ne? Aber ich finde, es lohnt sich. Ich bin super happy. Das hier ist aber so ein Kandidat. Ne? Ich habe nicht aus Versehen noch die Nummer 1 in regulär mitgenommen. Das ist mein Leseexemplar. Und wenn sich die Möglichkeit eröffnet und ich wirklich mal einen Honey einfach so übrig habe, sollte das irgendwann mal passieren, dann wandert das auf jeden Fall zum Graden, genauso wie diese Tenor 5 von Bolland, die ich letztens reinbekommen habe. Das habe ich mir jetzt so fest vorgenommen. Dieses schöne Stück habe ich damals also zu einem fairen, aber doch offensichtlich recht hohen Preis gekauft. Und deswegen war meine Hoffnung natürlich auch hoch auf eine gute Benotung von CGC. Ich wusste aber auch ganz genau, dieses Heft hat Schwachstellen. Dementsprechend habe ich geschätzt, es wird irgendwie eine 9,4, vielleicht eine 9,6. Es ist tatsächlich eine 9,8 geworden, was mich natürlich extrem freut. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr, das ist gar nicht so leicht. Ich filme es nochmal ab, die Nummer 1 hier. Ich finde auch natürlich, das war mir gar nicht so aufgefallen damals, das Rückenmotiv ist natürlich der Knaller mit Batman Arkham Asylum. Aber 9,8 für dieses Heft, ganz ehrlich, ich hätte sie, glaube ich, nicht verteilt. Denn selbst wenn ich jetzt so den Slab vor mir habe, und es sieht natürlich wie immer super schön hochwertig aus, und das Cover ist es allemal wert, auch für eine 9,4 oder 9,6 gegradet zu werden. Aber ich sehe hier schon den kleinen Crease am Spine, zwar kein Color Break, okay, aber es gibt sogar leichten Knick. Also es wird eine leichte Falte geworfen, die man ohne weiteres so bei der Draufsicht, und ich habe nicht mal eine Brille auf und bin blind wie ein Maulwurf, die man so erkennt. Ich meine, sonst war, glaube ich, grundsätzlich noch oben rechts an der Ecke etwas. Das ist wunderbar durch das Pressen rausgegangen. Man hat nur noch den einen Makel. Okay, aber das ist schon was. Werde ich da noch auf 9,8 bleiben? Gut, da gibt es ein offizielles Grading und es wird nicht umsonst eine 9,8 sein. Mich macht es super froh, dass es die Top-Note ist. Für mich ist jetzt nicht die 10 die Top-Note, sondern 9,8 ist schon die Note, die man anpeilen sollte, wenn man die Top-Note haben will. Aber ja, hätte ich niemals mit gerechnet. Und
Dieses Heft wird jetzt in dem Zustand roundabout $550 gehandelt. Ich beziehe mich hierbei auf den durchschnittlichen Verkaufspreis laut coverprice.com. Ich weiß gar nicht, wie weit ihr den Zeitraum nach hinten den bei dem nächsten Heft, was ich euch zeige, ist das ein bisschen extremer, weil das die letzten 2 Jahre extrem im Preis nach oben gegangen ist. Das hier wird, denke ich mal, ein recht stabiles Heft bleiben. Das wird nicht viel teurer, das wird nicht viel günstiger, gehe ich jetzt mal von aus. Das Interesse wird nicht super krass hier dran sein. Es ist keine Key-Ausgabe, es ist nur dieses Cover, was halt wirklich selten und ein echt schönes ist, ne? Muss man auch sagen. Und halt diese kleine Geschichte, dass damals das 1:25 vielleicht nicht so genau ausgeliefert wurde, das spielt da bestimmt auch rein. Was mich noch ein bisschen geärgert hat, es gibt ja dann oben immer das Label, wo dann die Note draufsteht und alle notwendigen Informationen. Hier Variantcover und das ist von August 2010 und sowas. Judd Winnick Story, Pablo Raimondi Art, Francesco Martina Cover. Dieses Label ist oben, man kann natürlich die Noten auch immer, ich weiß nicht, ob man das erkennt, von oben so ein bisschen einsehen und den Titel. Das ist ein bisschen eingeknickt und ein bisschen schief drin. Das sollte nicht sein, aber ich kann damit leben. Dafür, dass es ein 9,8 ist, wie gesagt, hätte ich niemals mit gerechnet, freue ich mich super. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich wäre auch happy über eine 9,6 gewesen. 9,4 wäre vielleicht erwartungsgemäß gewesen. Bei dem anderen Heft, da war ich mir von Anfang an sicher, wenn das keine 9,8 wird, dann laufe ich hier weinend aus dem Zimmer. Ihr habt es schon mal gesehen und damals meinte ich auch, ich spiele es euch gleich ein, das ist ein Top-Zustand und ich hatte 2 davon das Bessere behalten. Und es ist Venom Lethal Protector Nummer 1 im Gold-Variant. Es handelt sich um ein Heft, was ich grundsätzlich schon habe, auch im US-Original. Von daher wäre das jetzt kein Must-Have gewesen, aber auch der Preis war einfach unschlagbar. Es handelt sich um das Gold-Variant zu Venom Lethal Protector 1. Ihr kennt das Cover wahrscheinlich auch in der deutschen Version mit so einem rot-weinroten Hintergrund. Das hier ist ein Variant, was auf etwas mehr als 10.000 Stück limitiert ist. Das hört sich im ersten Moment vielleicht recht viel an. Das ist aber ungefähr so viel, wie müsst ihr euch das vorstellen, der am schlechtest verkaufte Marvel-Titel ungefähr. Das sind so die Runaways, die Moon Girls, wenn sie mal wieder laufen und so. Die liegen auch ungefähr so über 10.000, 10.000 bis 12.000. Aber das, wenn sie schon weit, weit fortgeschritten sind. Also wenn sich kein Arsch mehr dafür interessiert, so gut Deutsch. Damals in den 90ern war das Verhältnis natürlich ein bisschen anders. Da sind wir oft in den hohen 100.000ern gewesen. Und da ist 10.000 schon ziemlich begrenzt gewesen. Das ist ein Heft, was in letzter Zeit ziemlich hochgeschossen ist, durch die Decke gegangen ist mit dem Preis. Dieser Laden hatte 2 Exemplare. Ich habe gleich noch eins für Walter mitgenommen. Und dachte mir erst, boah, nee, ich muss ein bisschen auf mein Budget achten. Ich kann mir das eh nicht leisten. Und er hatte mir schon den Tipp gegeben, dass der Verkäufer so zwischen 50 und 100 Euro wollte. Für eins. Und ich habe einfach mal mein Glück versucht mit 100 Euro für beide. Und er hat gar nicht groß verhandelt. Er hat gesagt, okay, schick mir deine Adresse, sie gehören dir. Nicht mal Versandkosten obendrauf oder so. Dementsprechend ist das bei mir gelandet und Walter hatte sofort gesagt, ich gebe dir nicht nur 50, ich gebe dir gleich 80. Und damit ist das hier für mich ein 20-Euro-Heft geworden, was einfach ein unverschämt guter Preis ist. Ich bin super happy. Das ist, ihr kennt meine Aussagen, so ein Kandidat, der auf jeden Fall mal gegradet werden könnte. Der Zustand ist unglaublich gut. Schätzungsweise sind diese beiden Exemplare, die ich jetzt bekommen habe, 9,8 und 9,6. Bei dem einen sind so ganz leichte Lagerungsspuren da und ich bin schon sehr, sehr pingelig, ihr wisst das. Also das war vielleicht einer der besten Deals seit meinem Umstieg. Und das war nicht mal der Gedanke des Umstiegs, sondern einfach nur ein super geiles Sammlerstück. Ja, ich freue mich tierisch. Danke nochmal an Robert für das Vermitteln. Das ist ein super, super geiles Teil. Venom Lethal Protector Nummer 1 Gold Edition aus Februar 1993. David Michelinie Story, Mark Bagley, Sam Della Rosa und Al Milgram Art, Mark Bagley, Sam Della Rosa Cover. 9,8 bin ich auch fest von ausgegangen. Ich hatte meine andere Version ja an Walter abgetreten. Ich hatte beide Hefte für zusammen 100 Euro bekommen. Walter hat mir 80 gegeben. Dementsprechend hat mein Heft so gesehen für mich 20 Euro gekostet. Dieses Heft hier war in 9,8er Grade, so wie es jetzt hier vor uns liegt. Mal so 400, 500 wert vor 2 bis 3 Jahren. Der Preis ist extrem durch die Decke gegangen. Der durchschnittliche Verkaufspreis hiervon
liegt Stand heute bei 1635 Euro im vergangenen Zeitraum der letzten paar Monate. Auch hier coverprice.com. Aber ich finde, das ist bei gegradeten Heften schon eine gute Referenz, da es ja nicht so ist, dass das Konvolutkäufe sein können oder dass da groß verwechselt wird. Diese CGC-Slabs, die werden bewusst so einzeln angeboten und gekauft und da hat man einen gewissen Wert, woran man sich orientieren kann und was für die Datenbanken auch einigermaßen einheitlich sauber einzusortieren ist vom Verkaufspreis her. Dementsprechend kann man da die Historie ganz gut beobachten und es sind natürlich auch nicht so super viele Verkäufe. 9,8 gibt es wahrscheinlich öfter als man denkt, auch bei so Heften aus 1993. Pi mal Daumen gibt es da 2 Verkäufe pro Monat, also was coverprice.com jetzt so erfasst hat, ich glaube, die greifen eBay ab und ich finde, das ist schon erstaunlich. Und früher, also 2020, 2021, als dieser Übergang, dieser Preispeak war, da waren die Verkäufe natürlich auch noch ein bisschen höher, weil man hat gemerkt, oh, das Heft bringt was ein und ich biete es mal ein bisschen teurer an, zack, weggekauft, der andere macht das auch und so hat sich das ergeben. Mittlerweile ist es ein bisschen seltener, dass das Ding verkauft wird, aber der Preis geht weiterhin noch nach oben. Das kann sich natürlich schnell ändern. Auch hier eine fantastische Rückseite. Oh, hier haben sie noch einen Zusatz. Gold Holographics. GraphX. Foilcover. Was auch immer GraphX sein soll. Graphics, bloß anders geschrieben. Venom Pinup bei Mark Bagley und Al Milgram on Backcover. Fantastisch. Ich liebe auch das Backcover. Das wurde bei uns ja damals ein bisschen umgeändert im Marvel-Exklusiv, dann auch so glossy gemacht, ähnlich wie das Cover hier. Also auch fantastisch aus, hatte ich aber in ganz, ganz schlechtem Zustand. Wahnsinn, das ist also jetzt das Schmuckstück, die Perle meiner Sammlung und kann so schnell, glaube ich, auch nicht geschlagen werden. Ich meine, ich habe weiterhin schöne Hefte im Auge, die sich in meiner Sammlung befinden, die ich auch zukünftig gerne mal graden lassen würde, vielleicht wieder Ende des Jahres. Und die würden nicht ansatzweise einen durchschnittlichen Verkaufspreis wie dieses Venom Lethal Protector erzielen. Nicht ansatzweise. Dementsprechend werde ich das Ding natürlich hüten wie mein Augapfel. Aber ihr kennt mich, verkaufen werde ich die Dinger nicht. Ich freue mich jetzt, dass die gut was wert sind und ich habe auch ein bisschen investiert. Also das Graden selbst hat mich jetzt für beide Hefte inklusive Versand so ca. 110 bis 120 Euro zusammen gekostet. Aber das ist es wert, weil ungegradet ist das Ding halt im Bereich 300, 400, bisschen mehr vielleicht noch zu finden. Und das ist halt der offizielle Stempel, das offizielle Gütesiegel, ja. Die Rücklaufzeiten haben sich jetzt auf etwas mehr als ein halbes Jahr belaufen. Und das wird nicht weniger und es wird nicht günstiger, das ist mir auch bewusst. Aber, ja gut, als Sammler muss man da wahrscheinlich mitleben. Die beiden schönen Stücke, fantastisch. Wandern jetzt wieder in ihre kleinen Plastikbags. Ja, ich habe da extra noch so Plastiktütchen drüber, die mir mitgeliefert wurden. Ach ja, großen Dank nochmal an Mike, der das Ganze für mich organisiert hat, der es möglich gemacht hat, der es für viele, viele Leute möglich macht, über eine Facebook-Gruppe, wo wir uns organisieren, wo er alles organisiert auch. Tausend Dank, hat wunderbar funktioniert und immer wieder gerne auf jeden Fall. Das war Comic Inn, das war einfach mal ein kleiner Schwank aus meinem Grading-Leben. Nicht, dass es so viel wäre, aber es sind jetzt meine Hefte 3 und 4. Es wächst, ja, stetig und behutsam, es wächst. Und es ist wirklich richtig schön, wenn man nach so langer Zeit dann die Top-Noten in der Hand hat und sich denkt, das hat sich gelohnt. Und es sieht halt wirklich richtig hochwertig aus. Ne? Ja, die Leseexemplare habe ich natürlich auch noch. Alle, die jetzt sagen, ja, die kannst du doch nie lesen, die sind da jetzt hinter Plastik. Ja, will ich auch nicht, echt nicht. Nicht so teure Hefte. Dafür habe ich ja mehr oder weniger zerstörte 1-2 Dollar Hefte von denselben Ausgaben, die ich dann lesen kann. Ich glaube sogar mein Venom Lethal Protector 1 ist sogar ganz gut erhalten. Das war Comic Inn. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ich zeige euch gegradete Hefte in wahrscheinlich einem Jahr oder so. Haut rein, bis dann.